Nastasia Kinski muss einen Slow Fox zu Felicita äh, tanzen und äh, die Musik geht los. Und ich denke mir so: Oh Gott, wie habt ihr dieses schöne Lied in dieser komischen, merkwürdigen Tanzbarmachungs-Cover-Version nur verhunzt und vermorkelt? Das ist ja schrecklich. Und dann tauchen die Tänzer auch noch auf und ich denke mir: Was ist denn da passiert? Sind die irgendwie. Äh, äh, durch eine Pink-Pussy-Boutique gefallen und dann in einer Schokoladenfabrik irgendwo in den Top gefallen. Also, es sieht doch schrecklich aus, diese Kostüme. Also, schlimm, ganz schlimm. Wobei sozusagen das Tanzen, na, schlimm, es ist langweilig. Also, wenn die Kinski immer tanzen, ich verstehe gar nicht sozusagen, was da immer so belobt wird. Also, das Tanzen ist eher unterdurchschnittlich, sozusagen, wenn wir jetzt so überlegen, dass die Lombardi ja sozusagen so der durchschnittliche Kandidat ist. Und es ist jedes Mal langweilig, wenn die tanzt und so. Es ist komisch, merkwürdig. Die wirkt auch wie, sozusagen, als ob sie ja irgendwie gar nicht in der Neuzeit angekommen ist und so. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist überhaupt weder unterhaltsam noch cool, interessant. Irgendwas ist irgendwie alles. Gar nichts meiner Meinung nach. Und dass dennoch die Musik Mist ist und die Kostüme schrecklich sind. Oh.